dieses Thema ist schwierig einerseits und andererseits sehr leicht. Wir lehnen es ab, weil es wiederum ein Projekt der Regierung ist, was uns weiter in die Klimakatastrophe voranbringt. Das ist das eine. In diesem Zusammenhang bin ich erstaunt oder enttäuscht, wie man will, von dem Antrag der Linken, weil der einfach nur Sand in die Augen streut und etwas behauptet, was gar nicht möglich ist. Entweder bin ich für dieses Bauprojekt und dann muss ich die Klimazerstörung dort betreiben, oder ich bin dagegen, weil ich die Priorität des Klimas anerkenne und sage, was dort geschieht, das geht auf keinen Fall. Rüdiger Hansen vom BND, Bürgerinitiativen, die vorher schon gekämpft haben gegen das gesamte Baugebiet, haben immer gesagt, wir haben auf beiden Seiten haben wir eine Kaltluftentstehung, wir wollen keine Versiegelung, wir wollen, dass die Flächen offen bleiben. Die Versiegelung auf der einen Seite, gut, die ist weg, auf der anderen Seite bleibt sie. Wenn ich eine 6 bis 10 Meter hohe Mauer baue, eine sogenannte Lärmschutzmauer, dann habe ich keine Kaltluft mehr, dann habe ich keine Frischluft mehr, die eine entsprechende Entlüftung für die Stadtteile Heddernheim, Nordweststadt, Braunheim und so weiter bringt. Also wieder mal eine Politik, die der Erhitzung in der Stadt Vorschub leistet. Das ist ein Punkt, den Ökolinks auf keinen Fall zustimmen kann und wo wir auch diese Wahlkampf Akrobatik der Linken oder was das immer ist, nicht mitmachen. Dann wird von der SPD vorgetragen, Simon Witsch, ja, unbedingt, wir wollen sozialen Wohnungsbau. Ja, will Ökolinks auch. Aber wir wollen nicht für 30%, 70% anderen Wohnungsbau. Wir haben genügend Wohnungen in Frankfurt für Reiche und für Wohlhabende. Wenn wir immer weiterbauen, wenn wir die alte Wachstumspolitik weitermachen, dann werden wir der Klimakrise weiter hinterherlaufen. So können wir in Frankfurt keine Politik der Bremsung der Klimakatastrophe machen. Das scheinen immer noch viele in der Regierungskoalition nicht kapiert zu haben. Das muss oberstes Ziel sein. Dieses Baugebiet fördert nicht in entsprechendem Maß, wie wir es brauchen, sozialen Wohnungsbau. Dafür bräuchten wir ein Investitionsprogramm. Ich habe schon mehrfach gesagt, das müsste über 1 Milliarde sein, um überhaupt einen Großteil der 40.000 vernichteten Sozialwohnungen wieder zurückzuholen. Das sind Zahlen aus Hamburg, dort vom Immobilienverband. Das ist mal berechnet worden. Aber das kümmert hier in Frankfurt niemand. Das will nämlich gar niemand. Das ist überhaupt nicht mehrheitsfähig in Frankfurt, wirklich was zu tun für die 22.000, die stehen und Wohnung suchen. Der Rest hat ja schon aufgegeben. Also beide Ziele werden mit diesem Gebiet nicht erreicht. Zur Wasserversorgung, Grundwassereinzugsgebiet, will ich hier nicht viel sagen, ist auch ein Problem. Die Kosten, die wir im Zusammenhang mit der Erschließung haben, auf verschiedensten Ebenen, will ich hier auch nicht weiter besprechen. Das ist zu viel des Details. Die Arbeitsplätze sind mir aber noch wichtig, das zu sagen. Also Arbeitsplätze. Auf der einen Seite macht man eine Politik, ob ich nun dafür oder dagegen bin, ist ja egal, wo große Konzerne Frankfurt verlassen. Und ich nehme Gewerbegebiete weg. Und auf der anderen Seite meine ich, ich muss Acker versiegeln, ich muss Grünfläche versiegeln, damit ich vielleicht Arbeitsplätze kriege, denn das ist nichts als ein Angebot, ein infrastrukturelles Angebot, wo vielleicht sowas geschaffen wird. Das sind alles halbseidende Begründungen für eine Fortsetzung der Wachstumspolitik, für eine Zerstörung von Frei- und Grünflächen, für eine weitere, sage ich mal, Entwicklung, die dem 1,5-Grad-Ziel entgegensteht, das ist mit Ökolinks nicht zu machen. Bei dem Antrag der Linken ist es nicht nur der Punkt, dass sie immer noch nicht begriffen haben, den Vorrang der Klimakatastrophe, aber auch der Antrag ist doch im Punkt D, im Punkt 4 blamabel, zu einem Drittel Sozialwohnungen und Wohnungen nach dem Mittelstandsprogramm. Und der Rest wird dann wieder alte Wachstumspolitik in Frankfurt, wo versiegelt wird für die, die genügend Wohnungen haben. Irgendwann muss für die Reichen und Wohlhabenden auch mal das Wachstum gestoppt werden. Da muss die Ökologie Vorrang haben. Und wir müssen erst mal für die Armen
und für die Mittelschicht, die es notwendig hat, müssen wir Wohnungen sorgen. Und das kompatibel mit der Klimakatastrophe. Wenn ihr das hinkriegt, dann macht ihr die richtige Politik. So seid ihr kontra gegen alles, was wir im Augenblick brauchen, um den Krisen und der Katastrophe, der Klimakatastrophe entgegenzuwirken. Danke.